Mit dem Add-on Mists of Pandaria erschien im September 2012 die vierte Erweiterung im World of Warcraft-Universum. Und mit dem neuen Add-on machten wir uns auf in eine ganz neue Welt voller Mysterien und vergessener Geschichte. Doch bevor es dazu kam, entschied sich Garrosh Höllschrei dazu, mehr Territorium für die Horde zu erobern und jagte die Stadt der Allianz, Theramore, mit einer Mana-Bombe in die Luft. Das fand Jaina Prachtmeer nicht besonders nice, da Theramore ihre Heimat war. Für sie war mit dieser Tat die Hoffnung auf Frieden zwischen Allianz und Horde gestorben. Sie sehnte sich nach Rache. Der Kampf zwischen Allianz und Horde schaukelt sich immer weiter auf und schließlich landen beide Fraktionen auf einer neuen Insel. Der Kataklysmus, ausgelöst von Todesschwinger, hat das Gleichgewicht der Natur schwerwiegend verändert und so auch die Nebel vertrieben, die die Insel Pandaria verhüllt haben. Beide Fraktionen landen auf Pandaria und bringen Krieg und Verwüstung mit sich. Pandaria selbst war in diesen Nebeln seit Tausenden von Jahren versteckt. Dieser für uns neue Kontinent ist die Heimat für viele verschiedene Rassen, darunter das Volk der Pandaren, die im friedlichen Einklang mit sich selbst und der Natur leben. Mit ihnen lernen wir auch die Kampfkunst der Mönche kennen. Tiefe Wälder, weite Steppen und verschneite Gipfel formen das Land Pandaria und rauben uns mit ihrem Anblick regelmäßig den Atem. Neben den Pandaren gibt es noch andere Völker, auf die wir treffen. Die Jinju, ein fischähnliches, mystisches Volk. Die Hossen, affenartige Jäger und Sammler und die Lieblingsfraktion von Grushi. Die Grummel, ein niedliches Händlervolk. Die Jaungol, die Vorfahren der Tauren. Die Mogu, einst Wächter erschaffen von Titanen. Die Mantis, ein insektenartiges Volk, das von den Akir abstammt. Die meisten Völker Pandarias lebten bis zur Ankunft der Horde und Allianz weitgehend in Frieden und Harmonie. Die Mogu und Mantis waren die kriegstreiberischsten, die immer wieder Angriffe gegen die Pandaren und andere Völker durchführten. Dabei ging es in Mogu darum, ihr altes Reich wieder aufblühen zu lassen. Die Mantis hingegen leben in einem Zyklus, der vorsieht, dass sie alle 100 Jahre Krieg beginnen. Eine weitere Bedrohung lauerte unter der Erde Pandarias, die sich vom Konflikt der Allianz und Horde nährte. Dafür müssen wir aber mal wieder ein bisschen in der Zeit reisen, zurück an den Punkt, als das Pantheon zum ersten Mal gegen die alten Götter kämpfte. Während dieses Kampfes stellte sich der alte Gott Isharsh als besonders mächtig und gefährlich heraus. So mächtig, dass sich das Pantheon dazu entschloss, selbst einzugreifen. Amanthul, der Vater des Pantheon, packte Isharsh, ich bin wirklich nicht sicher, wie man ihn ausspricht, und mit einem Ruck zog er den alten Gott aus der Erde. Doch dabei entstand eine klaffende Wunde in Azeroth und Teile des Leibs des alten Gottes fielen herab, darunter auch sein Herz, das danach in eine Kammer im Tal der ewigen Blüten eingesperrt wurde. Die anderen Teile, die vom alten Gott übrig waren, wurden bekannt als Shar, beziehungsweise sie bildeten sich zu Shar, und die wiederum nähren sich von negativen Gefühlen. Der Einfluss des alten Gottes Isharsh lag also noch über Pandaria, doch mit der Zeit schafften es die Bewohner, mit dem Land in Einklang zu kommen und sich fast gänzlich vom Einfluss des alten Gottes zu lösen. Nun standen aber Horde und Allianz auf dem Plan und waren dabei, ihre negativen Gefühle entstanden aus dem Konflikt über das Land zu verteilen. Und so geschieht es auch, dass sich die ersten Schar zeigen, Wesen, die sich von schlechten Emotionen nähren. Die sieben Hauptschar, denen wir begegnen, sind Schar des Zorns, Schar der Verzweiflung, Schar der Angst, Schar des Hasses, Schar des Stolzes und Schar der Gewalt. Von diesen Hauptschar begegnen uns in der Welt auch kleinere Formen. Die Armeen der Horde und Allianz treffen an den Küsten der Insel immer wieder aufeinander und ihr Kampf taucht die Bewohner Pandarias zunehmend in Sorge. Denn mit dem Kampf tauchen an verschiedenen Stellen vermehrt Schars auf und beginnen das Land zu verderben. Im Jadewald zum Beispiel sorgt der Konflikt dafür, dass die Jadestatue zerstört wird und somit das Schar oder der Schar der Zweifel freigelassen wird. Wir Helden befinden uns in diesem Add-on an vorderster Front des Konflikts der beiden Fraktionen und erledigen Aufgaben für unsere Fraktion, aber auch für die Bewohner des neu entdeckten Kontinents. Dabei versuchen wir immer wieder die Verwüstung, die wir anrichten, wieder gut zu machen. Das neue Add-on bringt natürlich auch neue Gebiete mit sich. Ich meine, immerhin sind wir auf einem neuen Kontinent. Im Jadewald kommen wir an und kämpfen zunächst gegen die Truppen der Allianz, beziehungsweise der Horde. Später helfen wir den Anwohnern, lernen viel über ihre Kultur und ziehen unsere erste Wolkenschlange auf. Ziemlich awesome. Das Tal der Vier Winde ist das Zuhause von vielen Bauern und wir helfen ihnen dabei, die lästigen Plagen von ihren Feldern zu vertreiben. In der Krasarang-Wildnis kämpfen unter anderem Allianz und Horde um die Vormacht. Der Kunlai-Gipfel wird von Yaungol angegriffen, die wir versuchen zurückzuschlagen. In der Taunlong-Steppe bekämpfen wir Mantis, Yaungol und Schar-Erzeugnisse. Die Schreckensöde wird von der Kaiserin der Mantis und ihren Truppen, die Shaxia, geplagt. Wir helfen den Klaxi gegen die Kaiserin vorzugehen.
Auf unseren Reisen durch Pandaria treffen wir auf viele Fraktionen. Eine darunter ist die Fraktion der Shadowpan, die sich unter anderem um das Gleichgewicht des Landes kümmern und die negativen Char-Energien im Schach halten. Die Shadowpan-Krieger gehören zu den diszipliniertesten der Pandaren. Im Laufe des ersten Teils des Addons sendet Garrosh Elitetruppen aus, um ein Artefakt zu finden und zu bergen. Die Götterglocke, ein Mogo-Artefakt, das Garrosh nutzen will, um seine Truppen stärker zu machen. Dabei lässt er seine Truppen ohne Gnade gegen die Allianz vorgehen. Sein skrupelloses Vorgehen richtet sich auch gegen die Dunkelsperrtrolle und es wurde immer klarer, dass für Garrosh die ideale Horde aus Orks bestand, nicht aus Trollen, Blutelfen, Goblins und anderen. Er versucht sogar den Trollanführer Vol'jin zu töten, scheitert aber. Aufgrund seiner Taten wurden die Blutelfen aus der eigentlich neutralen Magierstadt Dalaran verbannt, da Jaina Prachtmeer sich noch immer an der Horde rächen wollte. Als Garrosh im Kunlai-Gipfel in den Besitz der Göttergläubigen kam, war ihm die Allianz dicht auf den Fersen. Bei dem Versuch, das Artefakt zu nutzen, wurde Prinz Anduin lebensbedrohlich verletzt, die Göttergläubige aber zerstört. Im Schlachtzug Mogushan-Gewölbe lüften wir einige Geheimnisse rund um die Geschichte Pandarias. Auch dieses Gewölbe birgt einige Artefakte. An den Geheimnissen Pandarias ist auch noch eine weitere Person interessiert. Hurorion, der schwarze Prinz. Er belohnt diejenigen besonders, die ihn bei seinem Vorhaben unterstützen und sein Vorhaben ist es, die Welt in eine Richtung zu lenken, die sie davor bewahrt, zerstört zu werden. Es gibt noch weitere Schlachtzüge, in denen wir vor allem gegen die Erzeugnisse der Schar kämpfen, unter anderem die Terrasse des ewigen Frühlings. In Pandaria gibt es, wie bereits erwähnt, das Volk der Mantis. Die Mantis greifen in ihrem Zyklus eigentlich erst alle 100 Jahre an. Diesmal sind sie 10 Jahre zu früh und wir sind gefragt, um gemeinsam mit den Pandaren das Rätsel zu lösen. Im Laufe der Geschichte stellt sich raus, dass die Kaiserin der Mantis vom Schar der Angst verdorben wurde und nun dem Willen der Götter allein dient. Dies treibt die Mantis dazu, früher anzugreifen. Wir stellen uns der Kaiserin und ihren treuen Dienern im Schlachtzug der Herz der Angst und helfen dabei den Klaxi, eine andere Mantis-Fraktion, die eben nicht der Kaiserin dient, dabei die Kaiserin zurückzutreiben. Doch nicht nur die Mantis stellen eine Bedrohung für Pandaria dar. Die ansässigen Mogu herrschten einst über das Land und ihr Imperium war einst eines der mächtigsten der Welt. Diese Zeiten sind aber vorbei und jetzt streben sie danach, dieses alte Machtgefüge wiederherzustellen. Dies versuchen sie, indem sie ein altes Bündnis auffrischen, das Bündnis zu den Zandalari-Trollen. Die Zandalari-Trolle helfen den Mogu dabei, den Donnerkönig, auch bekannt als Lai Shen, wieder auferstehen zu lassen. Der Shadowpan-Vorstoß, eine Elite-Truppe der Shadowpan-Fraktion der Pandaren, gehen gegen Mogu und Zandalari auf der Insel des Donnerkönigs vor und werden dabei von der Allianz unter der Führung von Jaina Prachtmeer unterstützt. Die Horde war vertreten durch Lorthe Mastheron. Allianz und Horde sind aber auch auf der Suche nach Artefakten, um sich gegenseitig auszuspielen. Und davon gibt es reichlich auf dieser Insel. Der interne Kampf der Horde gegen die Trolle eskaliert. Die Trolle werden als Verräter erklärt und ziehen sich nach Durotar und ins Brachland zurück. Was dazu führt, dass Vol'jin auf den ehemaligen Warchief Thrall zugeht und sich zusammentut. Thrall wiederum geht einen sehr brüchigen Pakt mit der Allianz ein, da beide Fraktionen am Ende der Herrschaft von Garrosh Höllschrei interessiert sind. Garrosh ließ sich von der Niederlage im Kunlai-Gipfel nicht beirren und ließ nicht davon ab, weitere Artefakte zu bergen, denn die Macht der Götterglocke hat ihm gezeigt, was es noch für mächtige Artefakte in Pandaria wohl geben mag. Im Tal der ewigen Blüten lässt er einen heiligen Teil des Tals freilegen. Die Bodenschätze des Kontinents werden geplündert, eine riesige Ausgrabungsstätte wird errichtet und er befehligt Goblin-Ingenieure, nach einem Artefakt zu suchen. Doch die Ausgrabung hat unvorhersehbare Folgen. Eine dunkle Macht treibt die Arbeiter in der Stätte in den Wahnsinn. König Varian Vryn sucht derweil nach neuen Verbündeten im Kampf gegen die Horde und wendet sich so an Prinzessin Moira, die Anführerin der Dunkeleisenzwerge. Schließlich kommt es dazu, dass die Dunkelsperrtrolle offen gegen den Kriegshäuptling rebellieren. Wir Spieler helfen unserer Fraktion dabei, Vorbereitungen zu treffen, um Garrosh zu besiegen und aus Orgrimmar zu vertreiben. Die Allianz leistet hierbei Spionagearbeit durch den SI-7 und kundschaftet die Außenbereiche von Orgrimmar aus. Während wir auf Hordenseite den Aufstand Vol'jins unterstützen und einen Angriff der Elitetruppe der Korkron abwehren und weiter nach Orgrimmar vorrücken. Währenddessen ist Garrosh noch immer im Tal der ewigen Blüten zugange. Er fand auch letztendlich das, wonach er gesucht hatte. Das mächtige Artefakt, das Herz des alten, gefallenen Gottes Ishaarsh. Und das Herz enthält noch immer die gewaltige Macht und das Böse. Nach einem Kampf gegen Taranzu, der Anführer der Shadowpan, taucht Garrosh das Herz in den Brunnen des Tals, was dazu führt, dass eine gewaltige Welle an dunkler Macht gen Himmel tobt, das Tal letztendlich verdirbt und viele unschuldige Bewohner tötet. Garrosh zieht sich mit dem Herz des alten Gottes zurück in den Flammenschlund unter Orgrimmar und erwartet unseren Angriff.
der Welt werden mir nachstellen. In meiner Festung werden sie sich allen schrecklichen Kreaturen stellen, die ich erschaffen habe. In seiner Hand hält er das mächtige Artefakt und so steht ihm eigentlich nichts mehr im Weg. Bevor wir uns aber um Garrosh kümmern, versuchen wir den Schaden, den er angerichtet hat, wenigstens ein bisschen wieder gut zu machen. Im Schlachtzug Belagerung Orgrimmars kümmern wir uns erst um einige dunkle Wesen, die durch Garroshs Taten im Tal der ewigen Blüten beschworen wurden, ehe wir uns durch die Anhänger des Warchiefs kämpfen und schließlich Garrosh selbst stellen. Der Bosskampf gegen Garrosh Höllschrei endet allerdings etwas unbefriedigend. Zum ersten Mal in der Geschichte von WoW töten wir den finalen Boss nicht. Wir sehen lediglich dabei zu, wie er in Ketten abgeschleppt wird. Wir erfahren auch erstmal nicht, was mit ihm passiert. Und das war auch schon die Geschichte von Pandaria. Freunde, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und auch weitergeholfen. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt bezüglich der Story oder irgendetwas nicht ganz verstanden habt, dann haut sie doch gerne in die Kommentare. Ihr könnt aber auch einfach mal so in die Kommentare schreiben. Moin, was geht? Und wir hören uns das nächste Mal wieder mit der nächsten Add-on-Besprechung und dann nämlich Warlords of Draenor. Ich freue mich drauf. Bis dahin. Tschüss, ne?